Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftsmodell 2019. Heute gibt es mal wieder eine Map-Vorstellung. Mein Gott, Slowenien Countryside. Sieht eigentlich ziemlich nett aus, so von der Beschreibung her. Ist halt recht klein gehalten und wir gucken einfach mal direkt rein. Startbildschirm und rinnen geht's. Ja, Tutorials lassen wir heute mal sein. So, wir fangen erstmal an. Wir sind auf dem Bauernhof. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Eine Sache muss ich für mich immer umstellen, nämlich erstmal, dass ich hier nicht speichere, dass ich die Zeit ausstelle und dass ich einen automatischen Motorstart aus habe, weil irgendwie komme ich damit nicht klar. So, wir fangen ja an. Das sieht okay aus, sag ich mal so. Ne? Also, ist in Ordnung. Ich sag mal, wenn man begehbare Gebäude macht, dann ist das so das Minimum, was ich erwarte, wenn ich da ganz ehrlich bin. Ist natürlich geil, ne? So ein bisschen, ich sag jetzt mal altbacken, ganz vorsichtig. Und dann so eine Glotze davor. Das ist schon ziemlich witzig, aber in Ordnung. Er mag für sehr gerne Staubsauger, sehe ich gerade. Zwei Stück hat er hier. So, egal. Wir gucken uns nicht das Haus an, dafür ist es jetzt egal. Eine Sache, die wir direkt testen wollen, erst einmal, wenn wir wieder ins Haus gehen, steht da. Gucken. Gucken, ob man hier schlafen konnte oder nicht. Tor schließen. Sehe ich, jetzt wird vielleicht einmal komplett rauslaufen und dann wieder reinlaufen. Steht jetzt aktuell nicht, also mal gucken, na egal. So, das sieht auf jeden Fall erstmal nett aus. Von außen ist das Haus auf jeden Fall deutlich schöner als von innen, wenn ich das nur so sagen darf. Und das sieht wirklich sehr schön aus, keine Frage. Auch hier toll mit der Holzmarkierung, das hat was. Also das ist irgendwie, wenn man näher rangeht, sieht man, dass das alles schön verwaschen ist. Aber das muss man ja gar nicht, man guckt das einfach so von hier an. Und man beglückt sich dann den Tomaten und fertig. Feldinfo, sogar hier ist überall schon Gras etc. Auch noch ein fetter Ofen. Können wir einen Grill noch anmachen. Das gefällt mir. Oben dann, der ist natürlich, das ist natürlich ein Balkon, den ich hier als Bauvorschrift in Deutschland überhaupt nicht gut halten mag. Wo ist denn das Geländer hin? Na egal, so. Sachen sind ja auch für die Kinder zum Spielen. Direkt neben dem Dosenschrott. Ja, so gehört sich das, genau. Das gefällt mir optisch. Gefällt mir optisch sehr, muss ich sagen. Und das hat wirklich was. Hier ist vielleicht Schweine, Kühe, wie auch immer. Das sieht irgendwie so ein bisschen danach aus. Hat was. Was ist denn hier? Achso, hier kann man durch. Okay, cool. Ja, macht Sinn. Oder macht. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr gut. Was hat was das denn hier? Holz verkaufen. Achso, hier geht direkt so ein Holzpunkt dabei. Das ist ja cool. Okay, das hat was. Das hat was. Kann man hier draufdrücken, dann passiert irgendwas? Nein, ist einfach dann nur weg. Okay. Ja, coole Sache. Das ist cool. Ja, sehr eng natürlich, ne, wenn man das hier so sieht. Keine Frage. Sieht aus wie Hühner hier, würde ich sagen. Dass die ganzen Dinger dabei sind. Ja, hier genau, hier ist Türmenü, sind Hühner, genau. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Futterpot ist für die, ne? Gar keiner da. Wer weiß nicht, irgendwie kann man da bestimmt was noch reinkippen, oder? Da ist nichts. Oder hier so zum Reinkippen. Ich würde sagen, hier stellt er die Eier hin. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Na egal. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ihr wisst, ich stehe auf Karten, die so ein bisschen klein verschnörkelt sind und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, hat das Ganze was her. Den Fiat-Trecker, der ist cool. Der hat nur einen Nachteil. Der fährt 25 km/h. Der hat aber, glaube ich, 150 PS, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Das ist eine ganze Menge und das ist ein richtiges, der hat einen mega geilen Sound, will ich das mal sagen. Ja. Und hier vorne sieht man über diesen Ventilator, der sich dreht, das ist schon cool gemacht, finde ich zumindest. Und vom Sound her ist der richtig cool. Und ihr seht halt hier, man muss kleine Geräte haben, damit man hier so drum kommt. Ne? Jetzt macht das keinen Sinn. Aber ich habe da hinten schon einen Fendt gesehen. Ich denke, der ist zum Rumfahren besser, weil er dann doch etwas schneller ist. Genau. Ja, eine richtig klassische Erntemaschine haben wir hier. Das ist natürlich schon ein bisschen, ne? FMS Bison Super Z056. Ja, das ist natürlich schon richtig altbacken, wenn man das mal so sagen darf. Das Ding haben wir hier. Ja. Aber für kleine Maps reicht es, ne? Genau. Was haben wir noch? Ein Hänger. Der Hänger ist gut. Auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Könnt ihr noch aufmotzen ein bisschen. Dann passt das. Das Schneidwerk dazu. Ein Güllewagen habt ihr direkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Schneidwerk zum Mähen. Dann habt ihr ja Schwader und Zeter dann dabei. Ein Ladewagen. Und sogar ein Hilo King. Wie geil ist das denn bitte? Okay, das ist cool. Also, selten Karten, dass man direkt einen Silo King zum Anfang hat. Wer ihn nicht braucht, kann ihn für gutes Geld auf jeden Fall verkaufen. Da kriegt ihr richtig was für. Guck mal, hier ist so ein Netz. Das kann man oben machen, das ist ja cool. Ja, hatte definitiv was. Wir gucken mal einmal auf der Karte. Wenn wir hier so ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir da die Schweine, die Hühner. Schafe sind da. Und hier ist es dann der Kuhbauern, der Kuhstall. So. Sehr viel freie Fläche dazwischen. Wir gucken mal gerade. Ah, okay, das kann man dann so separat alles kaufen. Die Preise sind natürlich ein Witz, wenn ich das mal so sagen darf. Was kostet das Feld?
Das kostet 1666 Euro. Da gehen wir mal direkt hin und gucken uns mal an, wie groß das in echt ist. Das sind natürlich kleine Felder, keine Frage. Aber das sind ja Felder, die sind ja richtig süß und niedlich. Das hat ja richtig was. Guckt euch das an hier. Das Feld kostet 1000 Euro. Okay, da kann man echt nicht meckern. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was zu holen. Das ist nicht viel, was wir ernten können, aber es reicht total und es ist auch vollkommen ausreichend für den Ernter, den wir da haben. Wenn wir jetzt auf Feld 3 gucken, jetzt ist es ein bisschen länger. Leichte Hügel dabei. Also, es geht bis hierhin runter. Okay, das ist auf jeden Fall gut, wobei das hier sehr steil ist. Also da braucht ihr auf jeden Fall etwas kräftigere Maschinen. Ja, das ist hier generell. Guckt euch das an. Der Fiat da hinten, der wird auf jeden Fall gut zu tun haben. Keine Frage. Weil bei den anderen Geräten, das habe ich gar nicht gesehen, eine. Es gibt keine Sämaschine, es gibt keinen Grubber. Ne? Also das muss man dann immer sehen dabei. Kontostand 100.000, dafür, dass die Felder so billig sind, in Ordnung, sagen wir es mal so. Okay, drehen wir einfach mal eine Runde, würde ich sagen. Wir machen die Karre mal auf, mal das Tor auf. Das Tor knatscht beim Aufmachen, finde ich persönlich sehr schön. Es sind so kleine Details, die dann echt richtig was bringen. Achso, können ja auch noch mal einmal warten. Gucken wir mal hier ins Silo rein, da ist aber gar nichts. Die Frage ist, haben wir überhaupt ein Silo? Ich glaube, wir haben gar keins, oder? Hatten wir ein Silo hier? Doch, da ist ein Silo da vorne. Dann fahren wir mal hier rum. Ich habe mir die Karte auch noch nicht angeguckt, habe nur geguckt, ob sie gestartet. Hier ist auf jeden Fall ein Silo. Sieht aus wie ein Strohberg-Silo. Ne, also hier das hier. Karten. Tür offen, steht hier noch irgendwas? Oh, das ist denn hier voll modern auf einmal. Ist hier auf jeden Fall für die Kühe etc. Könnten Heulager sein, ne? Da oben dann rein. Müsste man nochmal genau schauen. Hat definitiv was. Schick ist es. Sehr, sehr schick. So, hier ist auf jeden Fall, es ist sehr eng, ne? Also das muss man wirklich sagen, es ist super eng. Wir fahren mal als erstes hoch zum. Obwohl, ne, wir fahren mal hier lang. Und dann fahren wir mal zum Shop gerade. Also auf jeden Fall cool. Also große Trecker brauchen hier nicht hin. Das ist vollkommen übertrieben. Jetzt habe ich mich, glaube ich, schon verfahren. Ich komme gerade eine Außenperspektive. Ah, hier links kann ich rein noch. Ich habe das Schild nicht umgefahren, würde ich mal meinen. Also, irgendeiner hat das auf jeden Fall umgefahren. Das muss halt eine KI gewesen sein. Auch hier wieder schön cool gemacht mit den Betonabgrenzungen hier und so weiter. Das hat richtig was. Finde ich zumindest eine coole Sache. Aha, Strohverkauf etc. Hackschnitzel vielleicht, weiß ich nicht. Müssen wir nochmal schauen. Upsala. Das sieht definitiv nett aus. Keine Frage. Ja, und hier ist, denke ich mal, dann der zum Verkaufen oder so ähnliches dabei. Obwohl, ne, das könnte auch ein Verkaufspunkt sein, ne? Ah, hier ist der zum Kaufen etc. Das ist hier noch ein Dünger oder ähnliches kann man da kaufen. Okay, cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr schön alles. Gefällt mir. Wäre auch so hier zum Beispiel, dass hier. Ich kann die Karo anlassen. Ne, dass hier mal so eine Schubkarre rumsteht oder hier so ein Hubwagen. Ne, das finde ich, hat halt was. Gerade so der Hubwagen, der in den Paletten, da gehört er ja auch hin irgendwie. Ne? Wobei es natürlich keine. Keine Europalette, ne? Nee. So, egal. Hat was. Hat was. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Schön klein, schnuckelig, so wie sich das gehört. Wir können mal gerade hier nach links fahren. Da ist auch nochmal irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was genau. Aber deshalb machen wir das Ganze ja. Das ist natürlich wirklich schon sehr klein, ne? Also. Ich mag ja kleine Karten, aber das hier ist, ja, da muss man sich noch mal mit anfreunden, sage ich mal. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber einfach nur, voilà, vielleicht einen Sprung ab. Aha. Alle Verkaufsstellen etc. Da kann man die Viecher kaufen. Hier ist ein Supermarkt, wenn jemand noch mal Gott die Bücher kaufen will oder sowas, ne? Der ist hier genau richtig. Wunderbar. Das ist sehr schön, ja. Cool. Mag ich. Fahren wir einfach mal hier links rum. Ist auch egal, wir haben ja noch etwas Zeit. Hier auch wieder rechts und Feld, ne? Was schon gut erweiterbar ist, wenn wir einfach mal hier gerade stehen bleiben. Wo sind wir denn jetzt hier oben? Das Feld 27, wenn wir das einfach mal kaufen würden. So. Oh, das ist der ganze Batzen. Das ist natürlich teuer, ne? Hey, das kostet richtig Geld. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr das kauft, hier ein riesen Feld draus machen. Wobei es sehr hügelig ist. Was mit dem ist vielleicht ein bisschen zu hügelig, wenn ich das mal so sehe. Aber das muss man nochmal sehen. Auch hier schön mit dem Supermarkt so reingelassen, mit der Straße und so. Es gefällt mir sehr, wenn das so runtergeht. Das hat schon was. Das ist schon richtig schick gemacht.
So, fahren wir mal ganz schnell hier weiter. Auch hier rechts wieder ein paar Felder. Da oben was. Oh, das ist aber verdammt hügelig. Ah, das ist schon. Das wirkt schon so ein bisschen unnatürlich, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. Also, das ist dann erst hier so die Senke. Das ist sehr. Wirkt irgendwie. Obwohl, hier ist ein Weg. Ich habe nichts gesagt. Dann passt das wiederum. Das ist der Weg da rum. Okay, das ist in Ordnung. Weiter geht's. Das sieht von hier so unnatürlich aus, wie so ein Graben dazwischen irgendwie. Aber wenn das natürlich ein Weg ist, passt das vollkommen. Genau. Auch den Flüssen hier und so weiter, das ist schon sehr nett gemacht. Viel Liebe im Detail, ne? Ob das so gut spielbar ist, das ist wiederum was anderes, ne? Aber ich habe auf jeden Fall, hier muss man auf jeden Fall auch mal vom Gas gehen. Natürlich die Betonmischer, die in keinem Landwirtschaftssimulator fehlen dürfen. Da muss man definitiv so ein bisschen Schwung mitnehmen. Hier bleibt schon, wird schon selbst der Trecker im Normalfall langsamer. Das ist schade, ne? Dass das dann ein bisschen zu hügelig, ne? Da hätte man diese Häusergruppe da vorne ein bisschen optisch anders gestalten können, aber nicht schlimm. Jetzt kommt hier gleich ein bisschen Wald auf der linken Seite. Ja, sieht auch gut aus. Da kann man auf jeden Fall doch auch ein bisschen Forstwirtschaft betreiben. Dadurch, dass hier natürlich das Sägewerk direkt am Hof hat, bietet sich das meiner Meinung nach natürlich erstmal an. Das hat definitiv was. So, jetzt sind wir gleich. Hier rechts ist ein Kartenende und das finde ich ein gutes Kartenende, ein Tunnel. Ja, das passiert, wenn ich da reinfahre, ist wie eine Wand. Ich kann es mal gerade mal zeigen hier. Bup, da geht es halt nicht weiter, ist ja vollkommen in Ordnung. Und das ist gut gemacht, sowas ist ein richtig schönes Ende und auch, dass die Autos darin verschwinden. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist gut gemacht, ist gut gelöst. Es gibt manche Maps, die machen das überhaupt nicht gut, finde ich zumindest. Aber das ist echt schick. Wir können ja mal Qualbet fahren. Auch das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren, ob das denn so möglich ist. Oh ja, also das ist ein. Selbst wenn ihr hier querfahrt, das ist. Da braucht ihr. Ah, da braucht man schon viel Ponys für. Ah, es ist verdammt hügelig. Machen wir uns nichts vor. Aber ist auf jeden Fall schick. Sagen wir es mal so. Auch mit diesen kleinen Gärtnern dabei. Oh, das ist geil hier. Mal, wenn er hier hochfahrt. Also hier sind jetzt die Kühe hier oben. Müsste man dann mit dem Silo King hochfahren. Wow. Ich mach mal gerade hier mal die Bude auf. Also das ist schon, das ist für Liebhaber, ne? Das ist richtig für Liebhaber. Das ist keine leichte Karte, muss man sagen. Auf jeden Fall nichts für Leute, die erst mit dem Landwirtschaftssimulator anfangen, meiner Meinung nach, weil es man muss alles. Man muss schon ein paar Maschinen kennen, sage ich mal. Wenn ich jetzt. Es gibt ja manche Maschinen, die sind nicht so wendig. Und wenn ich dann mit denen hier langfahre, dann ist das wirklich äußerst schwer, daran zu fahren. Aber das ist trotzdem nicht schlecht. Genau, wir gucken mal gerade bei den Kühen, was das jetzt kosten würde. 121.000, da haben wir das Feld wenigstens dabei. Das ist dann auch nicht ganz so schlecht. Aber. Ja, muss man mal sehen. Man muss die ja natürlich auch erstmal füttern, ne? Das ist schick hier gemacht, ne? Habt ihr so die Möglichkeit, so ein bisschen was dahin zu kippen und so weiter und so fort. Hier geht es jetzt natürlich ordentlich nach unten. Hier ist so ein harter Cut. Ne? Das ist ein leichter Feldweg weiter, wäre natürlich cooler gewesen. Mein Gott, das ist eine sehr, sehr, sehr hügelige Karte, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt fahre ich mal, komme ich denn hier hoch? Und dann kann ich, hier lang fahren. Ah, hier ist das Ding. Oh Gott, jetzt geht es hier noch höher. Alter Schwede. Ho, ho, ho. Okay. Was soll ich dazu sagen? Also, ich bin ganz ehrlich, meine Karte wird es nicht, aber das hat schon was. 50 km/h hier, der Berghof, ey. Dann sind wir hier oben bei dieser Kirche, Kathedrale, wie auch immer. Dann geht es hier natürlich jetzt ordentlich runter. Dann nehmen wir mal einfach, wir fahren mal mit Vollgas. Was haben wir passiert? Das macht natürlich Spaß, ne? Hier runterfahren dann nachher. Das geht schnell, das ist lustig. Wir sind jetzt die Schafe. Ich fahre mal geradeaus, dann dahin. Hier sind die Schafe hier rechts. Okay, das ist natürlich cool schon wieder, ne? Also, wenn die hier dann so sind und an diesem Hang, ne? Das ist schon cool, das ist eine schöne Schafswiese auf jeden Fall. Das ist sehr schön integriert. Also die Integration der ganzen Weiden und so weiter und so fort, das ist schick. Das kann man nicht anders sagen. Spielbar ist es natürlich schwer, weil
der Landwirtschaftssimulator natürlich mit Steigung, ich will nicht sagen, seine Probleme hat. Ich will das auch nicht, also durchaus klar, wenn ich jetzt hinten einen Flug dran habe und ich fahre da irgendwie 10% Gefälle hoch, dass ich da nicht so schnell bin, ist ja vollkommen in Ordnung. Und manchmal finde ich es persönlich so, gerade mit so, wenn ich nur den Trecker habe, jetzt eben die Steigung, die war heavy, keine Frage, dass ich die mit Vollgas hochfahre, ist auch was ganz anderes. Aber das da manchmal so ein bisschen, ja. Ja, das ist zum Beispiel auch, ja, muss man aufpassen. Ja. Also das größere Trecker ist dann auch wieder so ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Ja, und dann sind wir auch schon wieder hier. Das geht natürlich wirklich rasend schnell. Wir gucken mal gerade einmal bei unserem Feld, was wir hier haben, wieder der Zustand ist. Wir haben natürlich keine Sämaschinen, haben wir auch. Also Sämaschinen nicht und auch keine Düngemaschinen, ne? Mais ist hier. Ja, ist natürlich blöd, dass hier direkt der Mais ist, weil wir gar kein Maisschneidewerk haben. Ist natürlich ungünstig, ne? Ja. Oder ist das ein, nee, ist ein normales Schneidwerk gewesen, ne? Da ist das Ding. Da ist ein normales Schneidwerk. Ist nicht schlimm. Also soll es jetzt nicht schlimm reden, aber ist mal ärgerlich, sowas, ne? Also. Und dann dafür für so kleine Flächen sich Maschinen zu leihen, das geht meistens nach hinten los. Also ich finde diesen Ansatz dieser Karte, um mal zu einem Fazit zu kommen, gut. Weil das ist schön klein, das ist schön schnörkelig alles und so weiter. Das macht sehr viel Spaß. Aber ein großes Aber bleibt. Das ist definitiv keine leichte Karte für dich, auch wenn es nur kleine Felder sind. Aber sie sind schwer zu bewirtschaften. Sie sind, ja, wir können ja gerade mal mit dem Ernter hier durch die Gegend fahren. Mal gucken, wie der hier so um die Ecke kommt. Ist natürlich auch nicht der beste Landwirtschaftssimulatorfahrer der Welt. Aber ein paar Stündchen habe ich ja auch schon verbracht. Hört sich ja mega cool an. Hat's gesucht, hört er sich auch nicht an, ne? Ich fahre mal jetzt gerade vom Hof raus. Ne? Das ist noch cool alles. Da gibt es keinen Schneidwerkswagen. Jetzt kommt mir ja dieser Weg da vorne, ne? Der hier. Nur mal so zur. Ja. Ja, und dann hängen wir auch schon. Dann hüpft das Ding halt auch. Ja, sowas ist schade. Wenn ich Startgeräte habe, finde ich zumindest. Man kann jetzt hier hinten wieder rausfahren, das ist auch in Ordnung, nur. Ja. Das ist ärgerlich, das ist echt ärgerlich. Man ist quasi gezwungen, erstmal diese Sachen hier zu machen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, komme ich denn hier so leicht durch? Ja, doch, komme ich so lang. Das ist so in Ordnung, ne? Hier hat man genug Platz und hier bin ich halt dann auch frei und kann dann wieder machen, was ich will. Ja, so eine leichte Hassliebe, sage ich mal, wenn ich das mal so sehen soll. Definitiv cool. Schöne Details, auch hier zum Beispiel mit dem Wein und so weiter. Sieht super toll aus. Also optisch gesehen gefällt mir die Karte sehr. Die Ränder sind toll gemacht. Das ist auch nicht hier einfach diese beiden Berge, die sich sehr ähnlich sehen. Ist ja auch nicht schlimm. Da hinten ist noch einer. Ne, auch nicht komplett rumgezogen. Das ist dahin halt so ein bisschen, ja. Lockerer wird. Das ist echt schön. Das hat was. Definitiv die Stromleitung und so weiter und so fort. Also optisch gesehen gefällt mir diese Karte sehr. Leider Gottes ist sie dann doch etwas zu hügelig für meinen Geschmack. Und ja, das muss man halt einfach mal relativieren. Hier können wir den ganzen Kotten für 117.000 verkaufen und könnte dann quasi hier oben hin wechseln. Wer das denn mal lieber auf Kühe gehen möchte, der kann sich da natürlich richtig austoben. Keine Frage. Die Schafe zu kaufen, 44.000, und das ist vollkommen in Ordnung. Getreidemühle, die Spinnerei und die ganzen anderen Geschäfte hier auch sehr nett. Genau, dann gibt es wiederum so ein paar Felder, die wirklich sehr preiswert sind. Ich würde definitiv für das Feld 3, auf 40.000 Euro, das soll ich auf jeden Fall mitnehmen. Also da wird das schon blöd, wenn nicht. Das könnt ihr auch noch ein bisschen vergrößern, ne, wenn ich da mal nochmal hingehen darf. Mit dem Flug kann man hier auf jeden Fall nochmal ein, zwei Meter dazu machen, was natürlich erstmal vollkommen in Ordnung ist. Also hier an der Seite auf jeden Fall nochmal einmal drum rumziehen, den Baum vielleicht wegmachen. Oh. Ein paar Meter könnte man definitiv noch klauen, muss man dann schauen, wie weit man dann auf den anderen Acker kommt. Aber trotzdem, keine schlechte Karte. Aber wie gesagt, doch, ja, ein bisschen zu steil alles und so weiter. Und gerade so im Hofbereich, wenn ich dann nicht mal mit der Erntemaschine rauskomme, dann ist das sehr, sehr ärgerlich dabei. Aber trotzdem, ich denke mal für den einen oder anderen ist es definitiv
ein guter oder eine gute Karte, sagen wir es mal so. Da muss man halt mal schauen, genau. Sehr lieb. Das ist echt toll hier. Also hier fühlt man sich direkt irgendwie wohl auch und zur Not hat man ja noch im Haus die dicke Glotze drin. Das passt natürlich auch sehr gut. Ja, schöne Karte, mal was anderes. Slowenien Countryside. Einfach mal ja, testen, wer denn da Interesse hat. Wer sagt, nee, ist gar nichts für mich, dann ja, würde ich auch die Finger von lassen. Aber wenn ihr ein bisschen skeptisch seid, bin ich aktuell auch. Würde ich jetzt persönlich nicht spielen, aber wer sie spielt, Hut ab. Keine leichte Karte, wie gesagt, aber ja, sie hat definitiv was. Muss man da mal fairerweise sagen. Können wir diese Leiter hochklettern? Das wäre nochmal ganz interessant. Also halb, ne? Mal gucken, ich mache das nicht so ganz. Jetzt da. Ah, schade. Naja, mal gucken, was das so wird. Definitiv was. Ja, und man kann halt ziemlich wenig verkaufen, ne? Das ist echt schade. Was heißt schade, aber das ist halt so, ne? Boah, Silo King. Ja, so ein paar Sachen sind dabei, die man definitiv loswerden könnte, wenn man denn möchte. Muss ja man na ja auch nicht machen. Genau, wunderbar. So, das war's also mit dieser Map-Vorstellung. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Gerne, wenn ihr diese Map spielt, dann könnt ihr ja mal gerne sagen, wie ihr euch dafür entschieden habt, weil es gibt natürlich verschiedene Wege und ich denke, man sollte sich zum Anfang da einen aussuchen und hier kommt man also auf den Balkon. Und wenn man jetzt sagt, okay, man geht auf Kühe, man geht auf Schafe, man geht ganz normal auf die Landwirtschaft, man geht auf, ich weiß es nicht, das ist ja auch vollkommen egal, aber das wäre mal so interessant zu sehen. Genau, wunderbar. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Landwirtschaftssimulator 2019. Bis dann, ciao, ciao.